Hallo liebe Fotofreunde, egal ob du jetzt mit einem MFD-Sensor fotografierst oder mit einem APS-C-Sensor beziehungsweise eventuell sogar mit Vollformat-Sensor fotografierst, hast du noch immer die Entscheidung zu treffen, wie deine Fotos auf die SD-Karte gespeichert werden. Du kannst entscheiden, soll es gleich als JPEG gespeichert werden oder möchtest du die Rohdaten gespeichert haben, um später dann in Folge in der Bildbearbeitung das Ganze noch etwas korrigieren zu können. Allerdings gebe ich zu bedenken, dass natürlich auch JPEG-Fotos am Computer bearbeitet werden können, nur nicht so stark wie die Rohdaten. In der Fotografie gibt es viele Diskussionen. Die einen meinen, sie können nur mit Sony gut fotografieren, die anderen sagen nur mit Nikon, die dritten sagen nur mit Canon und dann gibt es welche, die behaupten, Fujifilm ist das allerbeste und andere glauben wieder, dass sie nur mit Leica fotografieren können. Ich bin der Meinung, dass die Kamera für dich passen muss. Sprich, die Haptik muss dir liegen, du musst die Kamera gut in der Hand haben können. Und du musst gut zu den Knöpfen kommen, die du einstellen möchtest. Das Menü muss dir gefallen und dann passt das schon. Was viel wichtiger ist, dass du dich mit Fotografie beschäftigst. Und Fotografie ist heute eben Digitalfotografie. Wir haben keinen Analogfilm mehr, wir speichern. Und das Erste, was unsere Kamera macht, wenn wir auslösen, sie speichert auf die SD-Karte, auf den Speicherplatz. Und wenn wir uns überlegen, was wir da entscheiden können, da haben wir die Möglichkeit, was wir sagen, wir speichern die Rohdaten, die RAW, Rohdaten auf Deutsch, beziehungsweise die JPEGs. Die Möglichkeit, mit JPEG zu speichern, bringt dir natürlich auch die Möglichkeit, dass du mehr auf den Speicherplatz drauf bekommst. Das heißt, die JPEGs sind klein und man kann sie natürlich auch leichter versenden per E-Mail oder auch schneller publizieren im Internet. Wenn du sehr gut fotografierst und dich mit Fotografie auskennst, immer richtig belichtest, in der Kamera den richtigen Weißabgleich einstellst, dann gibt es auch bei JPEG kein Problem und immer nur gute Fotos. Da musst du aber wissen, wie man wirklich gut fotografieren kann und wie man richtig belichtet. Das heißt, ich empfehle dir ganz einfach, Fotokurse zu machen, Sachbücher zu lesen, eventuell Videos wie dieses anschauen, um dich weiterzubilden. Wenn du aber dann meinst, ich möchte ganz, ganz besondere Fotos, die künstlerischen Anspruch haben, schießen und bearbeiten, dann hast du in der Bearbeitung mehr Möglichkeiten, wenn du Rohdaten speicherst. Du hast natürlich auch bei den digitalen Kameras die Möglichkeit, beides abzuspeichern und somit kannst du mit den JPEG-Daten schnell arbeiten, schnell verschicken, schnell etwas damit tun bzw. auf weniger Platz speichern. Und die Rohdaten bieten dir dann die Möglichkeit, dass du alles rausholst, was man aus deinem Foto überhaupt rausholen kann. Und da spreche ich jetzt vom Dynamikumfang, der in den Rohdaten gespeichert ist. Wir sprechen davon, dass dann die Lichten und die Schatten in den Fotos mehr oder weniger zu sehen sind. Und dadurch hast du auch die Möglichkeit, dass du die lichten und hellen Stellen genauso wie die dunklen Stellen im Nachhinein noch verändern kannst. Du hast auch wesentlich mehr Farbintensität zur Verfügung und kannst natürlich nachträglich entscheiden, ob der Himmel dunkelblau sein soll, ob er blau sein soll oder hellblau sein soll. Das heißt, wenn du von Haus aus weißt, was du tust, dann kannst du auch selbst die Entscheidung treffen, ob du jetzt JPEG-Fotos speichern solltest oder ob du RAW-Fotos speichern solltest. Und ich denke, das muss jeder Fotograf für sich entscheiden, beziehungsweise die Aufgabe
Das Fotoprojekt entscheidet es. In meinem Fall, in meiner ehemaligen Berufslaufbahn als Fotograf, habe ich die Möglichkeit gehabt, dass ich gesagt habe, okay, hier muss es schnell gehen, weil mein Kunde braucht die Fotos sofort. Oder wir haben Zeit und dafür machen wir daraus ein Plakat, das dann 3 Monate irgendwo hängt. Und da nehmen wir uns natürlich dann in der Nachbearbeitung mehr Zeit und haben dann die Möglichkeit, die Fotos wirklich top herzurichten, bevor sie in den Druck gehen. Also du musst entscheiden, was mache ich mit den Fotos und wozu brauche ich sie. Wenn du natürlich jetzt nur Erinnerungsfotos von der Familie, von Freunden in ein Fotoalbum kleben möchtest, kannst du auf jeden Fall nur mit JPEG fotografieren, weil wenn richtig belichtet ist, die Erinnerung ist da. Ganz wichtig ist allerdings, dass du immer eine Sicherungskopie hast, weil jede Festplatte, jeder Datenträger irgendwann einmal kaputt gehen kann. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen keine Fotos verlieren, die uns wichtig sind. In diesem Sinne, überleg dir mal, wie du das in Zukunft magst. Darf ich dann noch hinweisen, dass es bald einen Fotowettbewerb von Tim Mizarowski gibt. Und wenn du das nicht versäumen willst, bitte unten abonnieren, Glocke nicht vergessen, dass du erinnert wirst, wenn es neue Videos gibt. Und du hast auch die Möglichkeit, im digitalen Magazin für Fotofreunde dem Magazin zu folgen und Follower zu werden. Schau dir das Ganze an. Auf mizarowski.com findest du den Link dorthin. Wir sehen uns wieder. Bald gibt es das nächste Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.